In diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie man die sogenannten multidimensionalen Arrays auch initialisieren und benutzen kann. Wenn man sich so ein Array anguckt, wie in unserem letzten Beispiel von Arrays init, dann ist so ein Array eigentlich nichts anderes als ein Vektor, genau wie man das im Matheunterricht auch kennt. Und man weiß, da wo Vektoren sind, sind eben auch Matrizen da. Und genau das versuchen wir es doch heute. Wenn ich so ein Array habe, dann kann ich nicht nur eine Dimension hier initialisieren, diese 5, sondern ich kann rein theoretisch unendlich viele machen. Wir versuchen es erstmal mit zwei Dimensionen. Sagen wir mal 5 und 3. Was ist die Bedeutung jetzt von diesen 5 und 3? Es gibt 5 Reihen und je Reihe habe ich 3 Spalten. Wenn ich jetzt genau diese Matrize oder dieses multidimensionale Array initialisieren möchte, dann muss ich mich in meinen alten Code hier, die Vorschleife, etwas ändern. Und zwar, jetzt habe ich zwei verschiedene Dimensionen. Mit einer Vorschleife kann ich eine Dimension abhaken oder durchgehen. Das bedeutet im Prinzip, ich brauche jetzt eine zweite Dimension und eine verschachtelte Schleife. Die werde ich jetzt k nennen, das ist den Index, da durchzugehen. Und k muss in diesem Fall kleiner 3 sein, denn unsere zweite Dimension hat eben nur 3 Spalten. Und k++. Und jetzt in dieser verschachtelten Schleife muss ich Folgendes tun. Wieder zwei Dimensionen eingeben, j und k. Und irgendetwas Lustiges draus machen, wie zum Beispiel 1000 mal j plus k. Wenn ich dann später mir das raus, ich könnte dann später genauso gut dieses Muster wieder zum Blinken benutzen. Allerdings ist das vielleicht auch ein bisschen langweilig, deswegen werden wir das hier einfach rausnehmen. Wir werden die Loop-Funktion komplett leer lassen. Diese Funktion blinkt, die stört uns nicht besonders. Und dafür werde ich hier schon mal ein Serial Print Line benutzen, um rauszugeben, was eigentlich unser neuer Wert ist. Und da sage ich einfach Muster J K. Wenn ich das jetzt kompiliere, kommt erstmal ein Fehler raus. Ah, hier habe ich mich ein bisschen verschrieben. Das sollte natürlich ein Gleichzeichen sein. Ah, und das Zweite, was ich vergessen habe, auch sehr wichtig, die zweite Vorschleife ist gar nicht zugemacht worden. Sie sehen das hier ganz schön, das ist so ein typischer Fehler und den sollten Sie auch beachten und wissen auch, wie man es korrigiert. Wenn ich hier hinter der geschweiften Klammer auf Zeile 13 gehe, wird diese hier geschweifte Klammer nur auf Zeile 10 leuchten. Also die ist so in einen kleinen Kasten eingebunden. Das bedeutet, dass die ist jetzt zu, wenn ich hier reingehe, dann ist die hier zu, aber es gibt keine, die diese geschweifte Klammer zumachen. Und Sie wissen ja, zu jeder links geschweiften Klammer muss auch eine rechts kommen. Das bedeutet, ich habe hier nichts anderes gemacht, also vergessen, meine verschachtelten zwei Schleifen einfach zu beenden. Wenn ich das jetzt kompiliere, hoffentlich geht dann alles glatt diesmal, sieht auch gut aus. Ja. Und das kann ich jetzt auch an dem Arduino anbinden. Das Programm an sich ist jetzt natürlich ein bisschen langweilig, im Sinne von, er initialisiert zwar dieses Muster, dieses zweidimensionale Array, aber er macht nichts eigentlich damit. Das ist uns in diesem Fall egal, denn wir möchten nur wissen, ob die Initialisierung geklappt hat. Und das ist übrigens auch ein guter Stil beim Programmieren, dass man nicht versucht, alles auf einmal zu programmieren, sondern eben Stück nach Stück und immer wieder kontrolliert, ob das Stück, das man gerade programmiert hat, auch korrekt läuft. So, jetzt ist das Programm sogar schon drauf. Ich werde den Serial Monitor aufmachen. Und da sehe ich auch schon, er hat ja schon ein bisschen gearbeitet, während ich was erklärt habe. Da kommen unsere 1000, 1001, 1002, 2000, 2001, 2002. Man sieht es auch hier ganz schön, warum das so passiert. J läuft von 0 bis 4, also kleiner 5. Und da sieht man auch hier alle diese Zahlen.
012 sind kein Fehler, sondern eben 1000 wurde hier bei der ersten, bei dem ersten Durchgang der Schleife, wird das ja mit 0 multipliziert. Das bedeutet, von 0, 1, 2 bleibt nur das K hier von dieser Formel. Und es wird auch, wie Sie auch sehen, nur genau einmal durchlaufen, diese Schleife. Es ist, weil sie eben nicht in der Loop-Funktion steckt, sondern in unserem Setup. Und Sie wissen ja, Setup wird nur einmal ausgeführt. Und so können Sie jetzt verschiedene multidimensionale Arrays benutzen, wobei Sie wirklich beachten müssen, dass die hier in der ersten, hier die erste Zahl, die erste Dimension ist die Anzahl der Reihen und die zweite Dimension ist die Anzahl der Spalten. Wenn man nur eine Dimension hat, so wie wir es früher hatten, so, bedeutet das, wir haben letztendlich nicht eine Reihe, sondern eigentlich eine Spalte mit verschiedenen Zahlen drin. Und das ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn Sie sich auch aneignen oder zur Gewohnheit machen, an eindimensionale Vektoren nicht als Reihen zu denken, sondern eben als Spalten, weil sie eigentlich korrekter repräsentiert sind.